Wir sehen schon was. Ja, doch. Ja. Siehst du, wie das ja. wird heller, denke okay, ich. Okay, wird heller. So. Ja, der zieht nach. Sehen wir nicht mehr aus wie zwei gruselige, böse Männer, gell? Gut. Lang und schmal, kurz und breit. Ja, Leute, ich befinde mich hier auf dem Vivarium am Stand von Tunze. Grüß dich, Daniel. Du hast deine fast komplette Palette mitgebracht. Ja, ich habe die Sachen mitgebracht, auf die ich stolz bin. Mhm. Und die anderen Sachen, die so... Die habe ich nicht dabei. Die hast du nicht dabei. Also alles das, was neu ist, neuer ist, genau. neu entwickelt ja. wurde, unter anderem. Ja. Ich selber bin der stolze Besitzer von 2 6105. Ja, Mann. So, genau. Ja. Die Dinger, die tun es richtig gut. Ja. Also da ist richtig, richtig Dampf hinter. Schön. Und aus der entsprechenden Entwicklung heraus ja, habt ihr genau, jetzt die genau. 6075. Ja. Genau, richtig. Wie warum? Mit unseren Nummern. Warum? Das ist eine gute Frage. Genau, die sage ich dir jetzt auch. Und zwar... das ist ein Monster. Das ist ein Monster, du sagst es, du nimmst du mir die Worte. Genau. Das ist ein Monster in manchen Aquarien, in so einem 2-Meter-Becken mhm. ist das okay, aber in so 500-Liter-Becken merkt man das dann schon. Ist schon schwierig, ja. Groß ist, genau. Klar, muss man nicht oft reinigen, hat einen hohen Wirkungsgrad, tippitoppi. Mhm. Aber in den 500-Liter-Becken läuft die eh immer nur auf 10%, 20%, 30%. Ja. Also haben wir... den riesigen Propeller in die kleine Pumpe reingeht. Man muss genau. das aber sehen. Ja, ja. Ich werde das jetzt mal ein kleines bisschen ja, näher ran. Genau, geh ruhig mal, wir können auch hingehen. Ja, ich habe die Controller in der Hand. Halten wir es mal hin, genau. Der Unterschied hier. Einfach mitnehmen. So, Lego. For free. For free? For free. Just take it. Take it. It's for free. Oh, okay, thank you. Yeah. And this is... Yeah, take it. Take as much as you need. It's a big problem for yes, yes, yes. You can take more. No, okay. I have two. Okay, okay. So. Ja, kein Problem. Ja. Und da sieht man jetzt tatsächlich mal den Unterschied, was das für im Prinzip. Ja. Ja, die habe ich ja jetzt dementsprechend, schreibe ich den Paul jetzt ja. auch ja. in nächster Zeit an. Die werden wir jetzt mal bei mir im Becken testen. Und zwar in dem Yasha. Genau. Schön klein, weil das im Yasha einmal anstellen, ist das Becken leer. Was drückt die? 7.500 Liter, aber echte 7.500 Liter. Okay. Es gibt da draußen Firmen, die haben auch etwas mehr da stehen und es könnte sein, dass die genauso stark ist. Also nicht... Wie messt ihr das? Ja, da haben wir mal ein YouTube-Video tatsächlich dazu gemacht. Verdammt, habe ich das verpasst? Macht nichts. Da sieht man es mal. Es gibt verschiedene, also wir machen einmal, wir simulieren es einfach mit dem Computer oder wir machen es mit Ultraschall-Laufzeitverfahren in einem Rohr. Okay. Und das ist auch ein sehr schöner Ansatz, den du hast. Jede Firma misst es einfach anders. Mhm. Und deswegen kann man die Leistungen der Firmen untereinander vergleichen. Also im selben Unternehmen die Produkte zueinander kann man so gut vergleichen. Ja. Dass die hier 12.000 Liter hat und die 7.5, kann man ungefähr sagen, da kann man einschätzen, wie stark beide sind. Erstmal ganz grob gesagt, ja, eine Jibao hier SLW, diese schönen flachen. Ja. Da steht da zum Beispiel auch drauf, 12.000 Liter. Ja. Wenn ich aber die 12.000 im Vergleich zu der Jibao sehe oder zu einer Smart Drift, das ist ja gleiche Bauart, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das musst du sagen, dazu darf ich keine Äußerung. Dazu ist aber so. Dazu kriegst du von mir kein Statement. Ist aber tatsächlich ein anderes Strömungsbild. Wobei dieses Strömungsbild von denen hier so geil ist, das freut mich, die stehen bei mir 20, 30 Zentimeter von der Acropora weg. Ja. Laufen auf 60%. Super. Das heißt, die kriegen laut deiner Aussage so knapp 6.000, 7.000. Ja. Ja. Kriegen die voll ab. Ja. Macht der Akku nichts. Super. Und da ist derselbe Propeller drin. Die hat das heißt, gleiche Technik. Ja, genau. Maximale Stromaufnahme? 8 Watt. 8? Also die ist ein... 15 zu 8. Ja, 11 zu 8. Genau. Ja, ja. Genau, aber Leistung, also der Wirkungsgrad von der großen ist schon noch besser. Mhm. Aber ich sag mal... Ein paar Watt hin oder her, genau. Genial. Also, ja. Ich werde es erleben. Super, ja. Und hast du das nicht erzählt mit der USV? Ja, wir haben doch darüber gesprochen, oder? Genau, die das USV. Ist ein ganz tolles Argument. Ja, genau, wir haben schon mal vorher kurz gequatscht übrigens. Ich habe eine handelsübliche USV bei mir dran. Also sprich, was man beim großen A bestellen kann, hinstellen, Stecker rein, Pumpen rein, läuft. Ja. Also nichts, was jetzt speziell vom Hersteller ist oder so. Ja. Und wenn man natürlich eine Pumpe hat, die 30 Watt zieht und hat davon 2 oder 3 Stück dran, hält diese USV nicht so lange. Ja. Mit der Pumpe hier, davon habe ich 2 am Laufen, die so ungefähr zusammen 25 Watt Leistungsaufnahme haben, maximal.
läuft meine USV knapp 5,5-6 Stunden. Cool. Mit der hier wollen wir ja schon mal reden. Ja. Ja. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein Grund. Ja, die Pumpen sind nicht die günstigsten, muss, ja, man, ja, muss man. Steckt sagen, aber auch viel Innovation und Eigenentwicklung drin. Irgendwo muss das Geld daherkommen. Ja. Aber wenn dann im Endeffekt sowas Effektives dabei rumkommt. Ja, dann. Also ich im besten Fall ist die Pumpe eine Investition und keine Ausgabe. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Also ich habe einiges an Pumpen bei mir durch. Ich habe ja auch die Dreheinheiten bei mir im Aquarium drin und unterschiedliche Pumpentypen schon dran gehabt. Ja. Tatsächlich, sie ist groß und wie wir eben auch schon sagten, sie sind ein 500-Liter-Becken, habe ich 500 Liter. Ja. Man sieht sie sind sehr klobig, aber so geile Strömung tatsächlich und auch Strömung, die den Korallen gut tut und auch die Korallen nicht schadet, habe ich tatsächlich bisher noch so in der Form noch nicht gehabt. Cool. Und da kann ich eigentlich ein ganz großes Plus zu sagen. Also das ist genial. Danke dir. Ja, und die soll ja anschließen im Prinzip an diese Tradition. Ja, genau. Das werden wir dann sehen. Die wird es auch beide gleichzeitig weitergeben. Mhm. Wir werden nur die 60, 55 und 95 ein bisschen einschlafen lassen. Mhm. Genau, und uns auf das konzentrieren. Neue Controller habt ihr jetzt komplett schon für alle Pumpen. Ja, ja. Habt ihr ja auf der Interzoo hieß es ja, stellt jetzt komplett um. Ja, genau. Die habe ich ja auch am Laufen und es ist einfach genial. Das freut mich. Von der Einstellung her, man kann entweder am Handy oder am Rechner dementsprechend hingehen und die entsprechende Einstellung vernünftig machen. Also das ist, zum Programmieren ist das definitiv genial. Also danke für die Blumen, aber wir sind selbst etwas kritischer. Wir arbeiten weiter dran. Wir kriegen auch weiter von der coolen Community viel Feedback, um dran zu arbeiten. Das ist auch eine Sache, die ich Tunze sehr hoch anrechne. Wenn irgendwas ist, wird es im Endeffekt früher oder später umgesetzt. Ihr hast ja auf der Interzoo gesagt, ihr habt eine Prioritätenliste, wo sowas draufkommt und dann wird dann dementsprechend abgearbeitet. Richtig. Aber es wird abgearbeitet und alles zum, ich sag mal, zum Wohl. Ja, ich sag mal, dafür stehe ich ja morgens auf. Alles zum Wohl der Aquarianer, alles, dass das Hobby Spaß macht und die Produkte gut funktionieren. Genau. Ja, sehr geil. Richtig. Cool, cool. Gut. Ja, so mein Lieber, hast du noch eine Frage? Komm, unsere Nabelschnur räumen wir wieder auf. Genau, packen wir sie erstmal wieder hinten hin. Super. Ja, irgendwie so. Machen wir gleich. Genau. Ja, den Rest kennen wir eigentlich. Ja, den Rest kennen wir eigentlich, genau. Ja, kann ich eigentlich nur sagen, Moment, ich schwenk mal rüber. Mache ich immer so ein Stiefkind von diesen Dockskimmern. Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, sagen wir mal ein bisschen. So. Ja. Ich habe sie selber nie so wirklich, ja. Ja, du bist ja auch ein ganz technischer Typ. Und deswegen hast du auch einfach einen Unterschrank, also Unterschranktechnik drin und fertig. Das ist ja auch cool. Da hast du recht. Ich habe tatsächlich wenig Becken gehabt, wo ich jetzt hinten eine Abtrennung drin hatte. Die sind ganz speziell einfach für die Leute, die ein Süßwasserbecken umrüsten wollen, die einfach sich selbst ohne Technikbecken ein Meerwasseraquarium betreiben wollen. Also sprich, als zusätzliche Ergänzung. Oh. Ja, gar nicht mal. Also wie bei meinem Aquarium zum Beispiel. Ich habe ein 250 Liter Becken und kein Technikbecken. Ich habe einfach so einen drin und fertig. Ja. Genau. Ja, das haben wir ja gesehen. Das funktioniert ziemlich gut. Ja, ja, ich spare mir die Energie von der Rückförderpumpe. Hm? Ich habe direkt oben die Oberflächenabsaugung drin. Ja, ich habe so einen Klotz oben im Aquarium. Okay. Dafür hat man keine Bohrung. Oh, genau. Wir sind ganz dunkel. Richtig. Ja, wir sehen aus wie zwei böse Männer. Ja, jetzt kommt es wieder. Ja, da super. Sorry, dass es so abgedunkelt ist, aber Wir machen es hier ganz schwer, dass der Stand super cool aussieht. Ist der nämlich ganz dunkel. Und hinten leuchten die Wände. Das sieht so geil aus. Das hier. Aber für kam euch die Kamera halt nicht mit. Ja, genau. Okay. Ja, Kehrmagnet habe ich jetzt gerade für das Yasha, den kleinen zwischen. Ja. Ja. Da gibt es tatsächlich nur die Kunststoffklingen zu, richtig? Ja, aber du kannst einfach die hier so eine einfach dran bauen. Das ist derselbe Kopf. Du kannst einfach an den kleinen auch die Metallklinge dran das machen. Das wusste ich nicht. Ja. Sehr schön. Ja. Also wieder was gelernt. Ja. Das ist tatsächlich auch so ein Hack, wenn man auf Amazon nach dem Kernmagnet den kleinen schaut, dann zeigt er das sogar an. Kunden kauften auch und dann ist das hier. Genau. Das wusste ich nicht. Werden wir heute Abend im Video testen. Super. Wenn ich das mitnehmen darf. Ja, ja, natürlich. Gut. Gerne. Super. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Interview. Ja, danke. Und genau. Zu der Pumpe wird es dann noch ein Video geben. Ja. Danke, dass wir hier sein durften. Danke dir für deinen Besuch. Schöne Messe dir noch, gell? Ja. Ciao. Ciao.